Bühne frei für Alexandro mit dem Song Es schneit. Und danach gehen wir mal ins Telefon, oder? Alex! Oft reicht ein Text und ich hab sie geweckt. So viel Herz und Treues ist in dieser Poesie versteckt. Hab sie mit Loyalität verhext und in diese Zukunft gepackt. Weil alles, was ich so sehen krieg, ist weniger als geschafft. Ich schau und seh mein Ziel und ein Punkt. Ich kann dir leider nicht mehr folgen, denn die Straße klingt so dumpf. Und solange die Sonne scheint, fühle ich, es ist bald vorbei. Wirklich alles, auch der geistliche Teil. Denn es schneit auf diesem Herzen, es schneit für unser Frieden. Es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit über dein Glauben, es schneit auf deinen Scherben. Es schneit mit allen Schmerzen, es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit, es schneit, es schneit, es schneit. Als würde es die Sonne nicht mehr geben. Als Resonanz bleibt nur der Nebel. Melancholisch klingt nur die Seele. Wer Liebe will, muss Liebe geben. Wer Kriege führt, wird Kriege fliegen. Da hilft auch nicht Friedenssegen. Wer sehen möchte, wird vieles sehen. Wer sich Leben wünscht, muss vieles ändern. Und ich fühle es wieder kommen, auch der geistliche Teil. Und ich zähl jetzt 1, 2, 3. Denn es schneit auf diesen Herzen, es schneit für unser Frieden. Es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit über dein Glauben, es schneit auf allen Schmerzen, es schneit auf deinen Schwerben, es schneit, es schneit, es schneit auf diesen Herzen, es schneit für unser Frieden, es schneit, es schneit, es schneit. Es schneit über dein Glauben, es schneit auf deinen Scherben, es schneit mit deinen Schmerzen, es schneit, es schneit, es schneit. Yeah. Es schneit, es schneit, es schneit. Yeah. Es schneit, es schneit, es schneit. Yeah. 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 Es schneit. Wow, Dankeschön. Hammermäßig. Nix mit Grönemeyer, ich hab da gelesen, Grönemeyer. Rolf von Fieber, der Grönemeyer würde gerne so gut singen können wie der. Ich würde gerne so singen können wie er, aber kann ich vielleicht. Du hast parallel noch mitgelesen, oder was? Ja, klar, sicher. Parallel. Na, manches, manch, meine Lacht, meine Verträge, weil ich meine Lacht weiter lebt. Du fehlst weiter Lacht. Weiter lebt. Du fehlst. Kolle, Kolle, du fehlst. Die Welt ist so schlecht. Ich habe auch einen Kommentar eben gelesen, ob das möglich wäre, Fred live in der Show zu schächten. Ah. Er lacht auch der Rolf, ne? Die bösen Kommentare hier. Lacht aus wie ein junger Gott. Domme hingegen wie vom LKW angefahren. Das klingt angefahren. Echt ein bisschen. Alexandro ist ein sexy Schnucki-Boy, Alex gleich Teddybär. Jetzt liegt vor ihr Fettbacken. Das klingt schon Mach so ein jetzt. Bisschen nach Grönemeyer. Also ich werde mit wieder, jetzt fängt wieder an, diese Pest, dass ich wieder verglichen werde mit Künstlern. Ja, aber das ist ja, es kommt ja immer darauf an, mit wem du verglichen wirst, weißt du? Würden die jetzt sagen, so,
Weißt du, zum Beispiel den Domme, den kannst du vergleichen zum Beispiel mit dem Joker, optisch. Mhm. Weißt du? Das ist aber ein krasses Kompliment. So, das ist, ne? Kompliment. Also eigentlich schon zu nett. Ne? Und wenn jetzt jemand sagt, so, ich vergleiche dich mit Xavier Naidoo oder Herbert Grönemeyer, so ziemlich die besten Sänger, die wir in diesem Land haben, dann ist das, glaube ich, schon in Ordnung, oder? Da okay. Kann man mit leben. Dann steht ihr habt recht, Leute. Große Karriere. Danke für die Kommis und danke auch für die Kritik. Alles gut.